Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, da gab es so einen jungen Mann, der hat irgendwie so, da gab es eine Dokumentation mit der Martina, das war ein ganz liebes Mädchen. Die sah schön aus, sie hat für ihn gekocht, sie hat sauber gemacht, die war verliebt, das war eine richtig schöne Mutti. Und er hat sich da angestellt irgendwie die ganze Zeit. Die wollte ihm die Pickel ausdrücken, würde mich darüber freuen und bedanken bei so einem schönen Mädchen da. Fand er nicht in Ordnung, fand echt traurig. Hat sich mit ihr hier auch auf so eine Bank gesetzt, ganz schön so. Haben die es ganz romantisch sich gemacht. Ich habe mir für sowas übrig, da muss aber der Typ für sein, ne? Und er hier war nicht der Typ für sie. Das war ein bisschen, das ist eine traurige Dokumentation gewesen. Aber das ist ein bisschen was fürs Herz, ne? Wo das nicht funktioniert. Wo Liebe nicht richtig klappt, da. Wenn man klappt Liebe, dann merkst du Chemie ist in Ordnung. Und man merkt so irgendwie so, klappt nicht richtig mit der Liebe. So, und hier war das nun so, dass es nicht richtig geklappt hat mit der Liebe. Das ist eine traurige Dokumentation gewesen, da. Traurige Dokumentation. So, reicht das jetzt die Nase oder was? So, muss los jetzt auch. Was denn jetzt? Oh Gott, Junge, Mensch, mach doch mal den Mund auf. Und leck mich im Arsch, Mensch. Das ist der 29-jährige Christoph. Christoph hat die große Chance, 10.000 Euro zu gewinnen. Dafür muss er lediglich ein komplettes Wochenende mit einer absolut fremden Frau verbringen und diese seinen Freunden und der Familie als seine neue Freundin vorstellen. Was Christoph nicht ahnt, seine neue Freundin war früher ein Mann. Christian Ullmann ist meine neue Freundin. Christoph ist ein gläubiger und toleranter junger Mann. Das Spiel begreift er als spannendes Experiment, aber auch als Möglichkeit, 10.000 Euro zu gewinnen, von denen er einen Teil für einen guten Zweck spenden möchte. Und das ist Martina. Martina ist 28 Jahre alt und war früher ein Mann. Im falschen Körper geboren, hat Martina sich mittlerweile zu einer richtigen Frau entwickelt. Sie redet gern und viel, ist ständig eifersüchtig und irrsinnig in Christoph verliebt. Christoph muss nun ein Wochenende lang Freunde und Familie davon überzeugen, dass Martina seine neue große Liebe ist. Außerdem ist er der Einzige, der weiß, dass er dabei jeden Moment von unseren versteckten Kameras beobachtet wird. Wenn Christoph die 10.000 Euro gewinnen möchte, muss er alles tun, was Martina sagt. Und er muss jede Minute mitspielen, ob in Gesellschaft oder alleine. Er kann aber auch jederzeit aufhören und das Spiel beenden. Nur dann gibt es keinen müden Cent. Christoph hat keine Ahnung, was im Laufe des Wochenendes alles auf ihn zukommen wird und wer seine neue Freundin ist. Er weiß nur ihren Namen und dass das Spiel beginnt, sobald er sie in einem Eiscafé das erste Mal trifft. Erstaunlich gelassen reagiert Christoph auf Martinas Erscheinen. Hey, ich bin's. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Sehr gut. Entschuldige, ich hab mich ein bisschen verspätet. Kein Thema. Setz dich. Danke. Wie war dein Tag heute? Ein bisschen spät. Kein Thema. Gut, und deiner? Stressig. Stressig? Super stressig. Warum? Ich bin heute fast nur Autobahn gefahren. Nur Autobahn? Ja, bei dem Stau die ganze Zeit gestanden. Und du bist nicht gerast, oder? Natürlich nicht. Okay. Ich kann es echt noch immer nicht glauben. Nach so langer Zeit, ne? Mhm. Ja. Nee, vor allen Dingen, weil wir ja schon in der Schule beste Freunde waren. Und dass wir jetzt sozusagen Mann und Frau sind. Das war eigentlich immer schon mein Traum. Und dass es jetzt Wirklichkeit geworden ist, das kann ich immer noch nicht fassen. Echt nicht. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Na, das will ich hoffen. Natürlich. Was die anderen sagen, interessiert mich sowieso nicht. Und ich finde es toll, dass du mich nicht nur als besten Freund weiterhin akzeptierst, sondern auch als Frau. Natürlich. Und dass du dich in mich verliebt hast. Ja, ich liebe sie. Du liebst mich? Ja. Ich dich auch. Jetzt kriege ich schon wieder rote Ohren. Findest du, dass die Bedienung eine schöne lange Beine hat? Welche Bedienung? Die Frau dort?
Sag's mir ehrlich, findest du, dass die Bedienung hier schöne Beine hat? Ja. Ja? Wenn du mich jetzt so fragst, ja. Du bist echt ein Arsch. Ich bin ein Arsch. Ja, ein Ferkel. Ich hab mir Martina überhaupt nicht so vorgestellt. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt kommt eine junge, knackige Frau in mein Leben, die ich meinen Freunden vorstelle und dann, dass jetzt so eine Person mir da vorgesetzt wird, war am Anfang schon hart. Christoph akzeptiert seine neue Freundin so, wie sie ist. Er hofft, dass es seinem Freund Uwe auch gelingt, der zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit Martina eingeladen ist. Hallo Uwe. Hallo. Hallo Martina, hallo. Schon einiges von dir gehört. Ja. Hat er mir erzählt. Kurze Vorgeschichte. Wir beiden kennen uns aus der Schule. Wir waren damals dicke Kumpels. Und haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren. Hier jetzt, oder? Ja. Naja, irgendwie. Und, also, das ist schon passiert. Ja. Ich brauchte ein bisschen Zeit für mich allein. Und durch Zufall habe ich sie wieder getroffen. In Köln. Vor einem Monat ungefähr. Hm? Auf den Rheinterrassen. Hatte ich dir mal davon erzählt, dass ich mal auf der Server auch alleine und so. Ja, und irgendwie habe ich mich jetzt in die junge Frau verliebt. In die junge Frau? Wie distanziert du das sagst? Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment. Ja? Ja. Ja. Ich gehe mal kurz aufs Klo, okay? Kein Thema. Mach's gut. Okay. Kenny. Was hast du denn den Kenny denn? In der Schule, oder was? Ja. Hä? Ja. Und hast du Lauf. Sechs. Hast du sechs? Hab ich sechs mit dem gemacht? Ja. Natürlich. Ja, das ist nicht. Als ich Martina gesehen habe, habe ich erstmal einen Schock bekommen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass Christoph auf so eine Frau steht. Christoph sagte noch, er wird sie lieben. Und da habe ich gedacht, na gut, dann kannst du nichts anderes mehr sagen. Vielleicht liebt er sie wirklich. Also in dem Moment habe ich schon geglaubt, da wäre irgendwie was. Ne? Super, danke schön. Ja, den Eddie habe ich eben schon mal vorgestellt. Oh, das ist aber... Mein Milch. Ey, sind wir. Bei dem 10% Fett. Ja, ich mache viel Sport, da baue ich das. Ich muss das haben, damit ich das abbauen kann. Milch, oh, das ist also aber kein gutes Fett. Ach so, egal. Können wir mit... Haben Sie vielleicht etwas weniger fettreiche Milch? Weil ihr bekommt das Fett... Er denkt, es würde ihn bekommen, aber... Haben Sie fettarme Milch? Er hat seit zwei. Mit ein bisschen weniger Fett? Meine Milch? Ich glaube es doch nicht. Komm, wir bestellen fettarme. Oh, haben Sie einen anderen Kaffee? Nein. Vielleicht mit Süßstoff? Nein. Mit Süßstoff statt Zucker? Der ist nichts drin. Hä? Ich will keinen Süßstoff. Ich will keinen Süßstoff. Ey, er glaubt mich doch nicht. Oh Gott, deswegen müsst ihr nicht gleich so aggressiv werden. Ja, doch. Komm, ist Uwe mag mich, glaube ich, nicht. Ja, sicher. Da hat er damit nichts zu tun. Warum ist er so aggressiv zu mir? Ja, Zeug, das schmeckt ihm auch. Ja. Kann ich dich mal kurz sprechen unter vier Augen? Ja, hier? Können wir kurz vor die Tür gehen? Wir können gerne kurz vor die Tür. Genau, am besten ich rausgegangen, mir ist zu warm hier drin. Ich find das nicht richtig, dass dein Freund gleich so aggressiv geworden ist. Soll ich mal mit ihm Wort reden? Nein, ich möchte wirklich. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor dir. Ich möchte, dass wir gleich fahren. Zu dir, okay? Ja, ich möchte jetzt hier weg, okay? Okay, komm. Ich habe mir schon Sorgen um Christoph gemacht. Ich dachte schon. Er ist irgendwie abgerutscht. Das
also ist Martina Christophs neue Freundin. Christoph hatte keine Ahnung, was im Laufe des Wochenendes noch alles auf ihn zukommen wird. Er weiß nur, dass unsere versteckten Kameras immer und überall dabei sind. Auf der Fahrt nach Hause lernt Christoph Martinas romantische Ader kennen. Jojo, sagst du, hast du schöne Brüste? Wie sicher bist du dir, dass du mich liebst? Ich bin mir ganz sicher. Kannst du deine Liebe für mich beschreiben? Die ist so groß, dass ich dich sogar jetzt meinen Leuten vorstelle. Aber ich dachte, dass du vielleicht mit den Worten fasst, was du genau für mich empfindest. Also wenn du die Liebe beschreiben müsstest, wie ein Wesen, wie würde das Wesen aussehen? Oder also, dass du vielleicht Worte findest für das Gefühl, das du für mich hast. Ich hab, wenn ich dich sehe, Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch. Oh, ah, nicht so doll. Oh. Was denn? Schau mal da drüben, die Bank. Ja. Auf der waren wir als Kinder. Ja. Soll ich da hinfahren? Weißt du das noch? Bin ich hier runter? Ja, fahr runter. Das ist genau die Bank, auf der wir früher waren, Schatz. Richtig. Ich liebe dich so. Wir machen ein Picknick. Ja, ich möchte deine Frau werden. Ja? Ich bin sofort wieder da. Los, pflanz den Baum. Hier. Hier? Hier. Pflanz den Baum. Komm, ich schau dir dabei zu. Los, pflanz einen Baum. Genau hier? Ja, diesen Baum. Echt? Mhm. Ist aber sehr steinig hier. Oh, streng dich doch bitte mehr an. Oh, ich habe schon Männer gesehen, die haben das besser gemacht. Das ist hier super stattig. Christoph, ja? Das ist eine blöde Ausrede. Das ist keine Ausrede. Was machst du denn jetzt? Guck doch mal da. Oh, guck mal hier. Da ist ein Stein, Christoph. Ja. Ja, den musst du da rausnehmen, sonst können wir doch das Bäumchen da nicht pflanzen. Christoph, was machst du? Wieso knatscht das so? Das ist ein Riesenstein. Oh, wieso knatscht das so? Christoph, du schläfst dir dabei ein. Och Mann, ich habe mir das viel schöner vorgestellt. Ich mache ein Picknick hier mit dir. Wir essen gemütlich, wir trinken was und du pflanzt ein Bäumchen. Ja, ich beeile mich jetzt, Schatz. Guck dir an, was du machst. Schatzi. Warum machst du jetzt eine Pause? Eine andere Stelle wäre auch nett. Christoph, warum machst du jetzt eine Pause? Guck mal, hier ist eine Wurzel, eine ganz dicke Wurzel. Dann musst du die Wurzel entfernen. Ich kann dich nicht verstehen. Schneller. Christoph, das geht auch schneller und mach die Wurzel nicht kaputt. Ich mach die Wurzel nicht kaputt. Perfekt. Ja, danke. Bitte. Ja, sehr geschafft. Mhm. Komm auf die Bank. Mhm. Doch, komm. Mm-mm. Bitte. Das sind die wildesten Menschen auf der ganzen Welt. Ah, du bist mir sonst zu schwer. Mhm. Das war gut. Los, komm, pack alles zusammen. Wir müssen los. So, das Spiel hat begonnen. Ich bin sehr begeistert von meiner netten Freundin. Ja, der Uwe hat ganz schöne Augen gemacht und
Es ist wirklich eine super Herausforderung, jetzt das alles zu bewältigen, aber ich packe das, kein Thema. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschafft, weil ich eben so ein bisschen schaufeln musste, um unseren Baum einzupflanzen. Aber ich packe das und ich lasse mich weiter überraschen. Der zweite Tag beginnt. Christoph und Martina sind mittlerweile ein richtiges Paar, mit allen positiven, aber auch negativen Begleiterscheinungen für Christoph. Oh, das sind Pickel. Darf ich ihn dir ausdrücken? Nein. Warum nicht? Nein, das mache ich nicht. Ich drücke so gern Pickel aus. Nein. Darf ich ihn dir ausdrücken? Nein. Komm. Nein. Warum nicht? Ich mag das nicht. Ich drücke so gern Pickel aus. Aber nicht bei mir, bitte. Wie zahlt ihr 1 Euro, wenn ich ihn ausdrücken darf? Nein. 5 Euro? Nein. Darf ich ihn so ausdrücken? Nein. Oh, ich weiß nicht. Nein. Komm bitte. Nein, ehrlich nicht. Oh, lass mich den noch ausdrücken. Er ist so schön da. Nein. Es macht einmal Knack. Oh, bitte. Nein. Muss jetzt nicht eingeschnappt sein, aber es gibt doch manche Sachen, die du bestimmt nicht willst, die ich machen würde. Ich finde, ich gebe immer nur in unserer Beziehung. Ich bin hier diejenige, die immer nur gibt und gibt und gibt. Findest du? Und ich finde, du könntest auch etwas zurückgeben. Was ist das Lippenstift? Darf ich ihn wegmachen? Was von mir Lippenstift in der Hand? Lippenstift darfst du wegmachen, aber den Pickel nicht. Okay, ist gut. Danke. Ach, bitte. Nein. Schatz. Ja. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ich mache alles falsch. Gut. Was ist mit der Hupe? Ja, ich würde sagen, was ist mit der Hupe jetzt? Hast du gerade gehimmelt? Meine Hupe ist kaputt. Kann der Tag heute ja nur besser werden. Komm, wir gucken uns Ringe an. Hier gibt's Ringe. Zeig einen schönen Verlobungsring. Auf welchen stehst du denn? Frag doch mal die Dame, dann könnt ihr dir weiterhelfen, was mir steht. Du musst dich mit Damen beraten. Wenn du für deine Freundin was einkaufst, musst du dich. Echt? Soll ich mich von euch beraten lassen? Ja, dann mal los. Hast du die angeguckt eben? Wen? Das Mädchen? Ja, wenn ich mit ihr spreche, gucke ich sie an, oder? Ja, aber auf welche Art und Weise hast du sie angeguckt? Normal. Ganz normal. Entschuldige dich jetzt bitte bei den Mädchen. Nein, das mache ich nicht. Entschuldige dich bitte bei den Mädchen, dass du sie so. Das mache ich nicht, ich habe sie ganz eindeutig normal angeguckt. Du hast sie eindeutig angeguckt. Entschuldige dich bitte bei den Mädchen. Nein, das mache ich nicht. Schatz. Bitte. Nein, ich habe dir gerade in die Augen geguckt, tut mir leid. Tragen? Nein. Bitte. Nein. Nein, nein. Oh Gott. Nein, ehrlich nicht, Schatz. Ehrlich nicht, nein. Schatz. Dann lassen wir sie hängen. Ich nehme die Tasche nicht. Bitte komm. Nee, jetzt hört mit dem Scheiß auf. Komm bitte. Nein, jetzt nicht wieder die ganze Kacke von vorne. Nein.
ist gut jetzt. Ach komm, wir gehen noch was rausholen. Bitte. Ist oben nur der Pfropfen weg, okay? Jetzt hör auf oder bleib hier stehen. Warum, jetzt, lass es, Schatz, lass es. Liebst du mich? Vielleicht nicht, keine Ahnung. Was? Natürlich liebe ich dich. Na, also lass mich ihn ausdrücken. Jetzt hör... Du hast gesagt, dass du mich liebst. Ja und? Komm, lass uns den Pickel ausdrücken, zusammen, okay? Jeder einen Finger, komm. Jeder einen, du einen. Aus jetzt. Oh, Schatzi. Das hat nichts mit Schatzi zu tun, ich will das nicht. Akzeptiere einfach mal meine Meinung, ja? Akzeptiere meine Meinung. Aber ich liebe dich doch. Ja, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du jetzt damit aufhören. Nein, anscheinend liebst du mich nicht. Nein, manchmal muss anscheinend, man halt anscheinend liebst du mich nicht. Ich liebe dich mehr als wenn du mich lieben würdest, würdest du mich jetzt in Ruhe lassen. Mit diesem Scheißpickel. Manchmal muss man Leute auch zum Glück zwingen. Ich glaube, ich bin alt genug, ich weiß, wann ich glücklich bin. Ja? Guck mal, ich traue dir schon nicht mehr, wenn du mich anfassen willst. Lass es. Warum nicht? Finger weg. Finger weg. Ja, das machst du falsch, richtig, das machst du falsch. Ich stelle nur die schrecklichste Freundin zu sein, die es gibt. So, wir sind gerade von Gummersbach wiedergekommen und ich bin super genervt. Ich glaube, wenn ich so eine Freundin hätte, ich hätte da schon 100.000 Mal Schluss gemacht. Super peinlich fand ich es in Gummersbach auf diesem kleinen Oktoberfest, wo die Blaskapelle war. Da kann ich super viele Leute. Da wäre ich am liebsten im Boden versunken. Bin jetzt mal gespannt, wie das gleich mit meinen besten Freunden ist. Ja, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, was jetzt noch auf mich heute Abend zukommt. Aber eindeutig, dass mit dieser Pickelquetscherei und Druckerei muss irgendwann mal aufhören, hat echt, es nervt einfach. Und wenn es nicht, würde ich sagen, so viel Geld geben würde, hätte ich schon längst Schicht gemacht mit diesem Thema. Ehrlich. Um Christoph aufzumuntern, macht Martina vor Ankunft der Freundin noch schnell was Leckeres zu essen. Sie hat zwar keine Ahnung vom Kochen, aber eines weiß sie ganz genau, scharf muss es sein, höllisch scharf. Ja? Kennst du das? Nein, kenn ich nicht. Ah, mir wäre nur eins wichtig, weil, also wenn ich in der Küche koche, ja, dann bin ich sozusagen der Chef im Ring. Also dann möchte ich die Küche für mich ganz alleine haben. Perfekt. Das wäre mir ganz wichtig. Perfekt. Dass ich alleine koche. Ich danke dir, mein Schatz. Ich kann nämlich, wie du weißt, überhaupt nicht kochen. Bin ich schon mal froh, dass du das machst. Du kannst die Dosen schon mal aufmachen und die Milch in den Kochtopf tun, okay? Danke, Schatz. Bitte, Schatz. Kannst du die Schalotten mal klein schneiden? Salz, Salz. Wo ist Salz? Hier ist Salz. Hast du einen Teelöffel? Wir müssen auf jeden Fall noch die Chilis dazugeben. Ich mach's nur medium scharf, okay? Mhm. Essen die anderen gern scharf? Ja. Ja? Also soll ich es ein bisschen schärfer machen? Ja. Oh, mir ist einer ganz reingefallen. Das war immer ganz witzig. Da hatte ich meine Tage. Hörst du? Ja. Und ich hatte total vergessen, dass ich vorher Chili geschnitten hatte. Das hat total gebrannt. Ich hoffe echt, dass es denen schmeckt. Das wäre mir total wichtig. Ja, das hoffe ich auch. Nimmst du mich mal in den Arm? Wenn du das Messer aus der Hand legst. Schatz, ich freue mich gleich, dich meinen Freunden vorzustellen. Meinen besten Freunden. Mhm, ich mich auch. Ja, gut. Ich liebe dich. Ich dich auch.
Sarah, eine Freundin von Christoph, trifft zum Abendessen ein. Dass die beiden bis vor kurzem ein Paar waren, hat Christoph bislang erfolgreich verheimlicht. Eine tickende Zeitbombe, falls die eifersüchtige Martina davon Wind bekommen sollte. Ich wollte euch heute mal meine neue Freundin vorstellen. Ach so. Okay. Lange nicht gesehen und irgendwann mal vor einem Monat, wo ich auf dem Rheintal aus dem Raum uns wieder gesehen. Hallo. Hallo. Hi. Grüß dich, ich bin die Martina. Sarah. Ich koche uns gerade eine Suppe. Hallo, Sarah. Suppe? Mhm. Willst du ein Glas Sekt trinken? Das heißt, sie hat das mit Hühner und Hühnerfleisch. Ich hoffe, dass die Suppe gelingt. Suppe. Magst du keine Suppe? Nicht gerne, nee. Woher kennst du Sarah? Das Essen brennt nicht an, ne? Oh, ich guck mal eben. Wir waren damals beste Kumpels in der 10. Dann war sie auf einmal verschollen. Verschollen? Ja, damals war ich ja noch keine. Damals war es Martin. Mhm. Und jetzt ist es Martin. Meine beste Kumpels. Und dann habe ich unseren. Meinen Schatz wieder getroffen. Und wir haben gemerkt, wir sind eigentlich immer noch die besten Freunde. Und dass wir jetzt eben auch die Möglichkeit haben, miteinander zu schlafen. Mhm. Zusätzlich. Also sollte in einer guten Beziehung auch so sein, dass man sozusagen Sex mit seinem besten Freund hat. Das ist bei uns so. Ja. Naja, und jetzt sind wir halt so zusammengekommen. Ich habe mich halt einige Operationen hatte ich gehabt. Echt? Komplette Geschlechtsumwandlung. Ja? Mhm. Also alles. Das ist aber auch ein harter Weg, oder nicht? Ja, deswegen habe ich... Ich meine, so was ich jetzt davon gehört habe, auch vom Psychologischen hier. So, dass man da viel Vorarbeit leisten muss. Nein, Gottes Willen. Nein, dass man da viel Vorarbeit leisten muss. Sie war doch nur im falschen Körper geboren. Ja, ja, klar. Quasi, ne? Aber wenn es euch sonst gut geht, ist das schon in Ordnung. Wie meinst du das? Also. Uns geht's gut, doch. Prost. Ja, ne, anfangs war ich ziemlich geschockt, als er mir einfach nur gesagt hat, dass er eine neue Freundin hat und dass er mir die vorstellen wollte, weil ich habe Martina anfangs gar nicht gesehen, als ich reingekommen bin. Sie war in der Küche am Kochen. Und hinterher, als sie dann reinkam, so der erste Schock, oh mein Gott, was ist das? Ja, und dann habe ich einfach nur gesagt, da musst du durch. Den Abend musst du irgendwie durchstehen. Ja, es hat mich sehr gestört, dass Christoph eine Freundin hatte, weil ich ihn ziemlich gern habe. Auch Christophs Kumpel Thomas kommt zum Abendessen, um die neue Freundin Martina kennenzulernen. Martina. Hi. Das war eigentlich lieb. Also ich habe damals eigentlich schon, als ich noch also in einem anderen Körper wohnen durfte und ich noch Martin hieß, fand ich ihn schon super. Aber hatte natürlich auch erstmal den Kontakt abgebrochen, um Zeit für mich zu haben und Zeit für mich zu finden. Und nun sind wir nicht nur beste Kumpel, sondern auch Mann und Frau. Und ich trinke jetzt ein Bier. Warte, ich hole dir eins. Nach dem ersten Bier ist es Zeit zu essen. Martina hofft inständig, dass ihre scharfe Suppe Anklang findet, vor allem bei Thomas. Also, ich habe mir Mühe gegeben mit der Suppe. Ich koche sehr gerne, asiatisch. Ich koche auch gerne. Kochst du auch gerne? Ja, stimmt, das hat mir Christoph erzählt. Und ich hoffe, dass es allen schmeckt. Das denkst du. Wer weiß? Mmh. Oh. Super. Also mir schmeckt's. Schatz, tut mir leid, echt jetzt. Nee, ich hab mir so Mühe gegeben.
Ich esse gleich weiter. Thomas ist doch auch. Die Suppe. Was, einen richtigen Mann? Also einen richtigen Mann haut das ja nicht um. Ich glaub, ist, heute, ein bisschen, heute ist ein bisschen pikant, aber mir auch nicht. Heute bin ich gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin es nicht gewohnt, so scharf zu essen. Oh, zieht sich schon alles zusammen. Scheiße. Ist zwar lecker, aber kann ich nicht essen. Du kannst nicht essen, meine Suppe? Weil sonst kriege ich mich gleich wieder vor Schmerzen. Oh, das tut mir echt leid. Aber mach, dann mach doch nichts. Mach doch nichts. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Quatsch. Mein Gott. Also, sowas Schlimmes an Frau habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe schon gedacht, dass meine Schwester nicht kochen kann, aber Martina kann absolut nicht kochen. Die Suppe war schrecklich. Und der Christoph, naja, der hat zwar, sag ich mal, auch nicht so einen tollen Geschmack bei Frauen, aber dass das so schlecht ist, das hätte ich nicht gedacht. Nimmst du mich mal in den Arm, bitte? Muss ich den Arm nehmen? Hast du das? Okay. Nimm mich mal in den Arm. Hallo. Thomas, trink was Milch. Guck, alles habe ich falsch gemacht. Thomas ist total schlecht. Ja, aber das kotzt ja nicht an, oder? Ja, aber ich habe mal alles falsch in unserer Beziehung. Und wenn du dir das einredest? Nein, das rede ich mir nicht ein. Denn heute die hat total heftig mit mir geschimpft zum ersten Mal. Der kommt doch auch immer mal vor. Ja, da muss man sich doch nicht immer. Da muss man sich doch. Machst du keinen Dreck? Falsch machen. Mach keinen Dreck, nein. Jetzt muss ich wieder alles sauber machen. Und dann mache ich wieder alles falsch. Wenn man sich das einredet, ist das so. Und sag mal, du hast auch kein Problem damit, dass Christoph und ich zusammen sind. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass du eben auch so aggressiv zu ihm warst. Nein. Hast du das so war nur, weil er nicht zugehört hat, weil ich da mal angefangen habe zu erzählen. Warum? Ich hatte das Gefühl, dass du ein bisschen eifersüchtig auf mich bist. Nein. Hast du noch was mit ihm gekriegt? Boah. Warum bist du so eifersüchtig? Ich bin nicht eifersüchtig. Warum? Ich meine, wir lieben uns. Ich meine, ich kann ja nun auch nichts dafür. Ich bin doch nicht eifersüchtig. Ja, sonst hättest du ja nicht so reagiert, als ich reingekommen bin. Nee, das war nicht aus Eifersucht, das war einfach nur, keine Ahnung. Ja, vielleicht halt dieses, was man dir halt ansieht, dass du mein Mann warst. Deshalb, vielleicht, damit habe ich halt nicht gerechnet. Und manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er mich betrügt. Mhm. Also, dass es noch nicht so lange her ist, dass er auch was mit der anderen hatte. Mhm. Also, ich liebe den halt echt. Ja, als Martina mich in die Kirche gerufen hatte, also ging es mir schon ziemlich eigenartig, würde ich sagen, weil ich wollte Christoph halt natürlich nicht in den Rücken fallen, weil ich wusste, dass Christoph sie halt betrogen hatte. Und ja, es war sehr schwer für mich, da irgendwie ruhig zu bleiben. Christoph ist die ganze Situation sichtlich unangenehm. Noch hofft er, dass Martina nicht herausfindet, dass Sarah seine Ex-Freundin ist. Erzähl doch mal die Geschichte mit der Zigarette von dieser Frau, wo du erzählt hast. Ich weiß nicht, was du meinst. Und die Frau, die Zigarette weg. Du hast geraucht und die Frau hat dich irgendwie geschlagen? Ja, es war aber... Was du total scheiße fandst? Ja, das Thema ist aber gegessen und es passiert. Irgendeine Frau hat er mir erzählt und die hat irgendwie ihn geschlagen, als er geraucht die Frau, die hat. Also er hatte mit der wohl auch irgendwas am Schatz, Lassen. Ich hab dir gesagt, die Frau hat sich tausendmal entschuldigt, es hat ihr leid getan. Wer war denn die Frau? Ich weiß nicht mehr. Hm? Keine Ahnung. Sag doch irgendwie den Namen. Bitte, bitte. Nein. Willst du nicht?
Ja, aber ich werde den Namen trotzdem nicht sagen. Das ist genauso wie mit dem Pickel Sandra, heute, wo ich tausendmal gesagt habe, drück mir den Pickel nicht auf. Das war Sandra. Sarah? Nee, es war Sarah. Kann nicht sein. Moment, das war Sarah. Das kann nicht sein. Warst du das? Nein. Hast du das gemacht? Mhm. Hast du? Ja. Ihr habt was gehabt miteinander? Ja. Wieso hast du mir das denn nie erzählt? Habt ihr denn auch noch was gehabt? Nein. Sarah, wann habt ihr das letzte Mal was gehabt miteinander? Wie lange ist das her? Keine Ahnung, auf jeden Fall schon lang. Und war's schön? Das ist doch was schön. Ich werde dir doch nicht sagen, wie Sex mit anderen Frauen ist. Das will ich keinem sagen. Ich erzähl meine Frauen. Was besser als mit mir? Ja. Wie kannst du mir das antun? Mir? Ich dachte, du wolltest meine besten Freunde heute kennenlernen. Ja. Ja. Ich wusste nicht, dass eine deiner besten Freundinnen eine Geliebte von mir ist. Ich will nicht sagen, aber ich habe keinen Bock, jetzt hier den ganzen Abend jetzt hier rumzusitzen und dann zu schreiten, ne? Weil dann können wir irgendwas anderes machen. Ja, siehst du? Na, Feuermann. Schatz, im Schlafzimmer wird nicht geraucht. Mir scheißegal. Mir aber nicht. Aber mir. Kommst du mal bitte eben? Komm mal her. Liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Ja. Nimmst du mich mal in den Arm? Und im Schlafzimmer wird nicht geraucht. Und kannst du mit den Dingen sagen, die sollen gehen? Die sollen gehen? Hm? Lass sie noch austrinken, bitte, ja? Nein, jetzt. Lass sie bitte noch. Jetzt sofort, sonst gehe ich. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Sie will weiter rumstinkern. Wäre, glaube ich, besser, bevor wir euch den Namen versauen. Was könnt ihr machen? Ich trinke eben aus. Könnt ihr jetzt fahren? Ja, machen. Und Eifersucht ist keine Lösung. Ja, ja. Wenn du meinst. Nein, Eifersucht ist keine Lösung. Ciao. Es war mir sehr unangenehm, als Martina mit dieser Geschichte anfing. Der Zigarette, Ohrfeige, Sarah und ich. Also es war mir unangenehm. Wäre es da noch ein bisschen weiter gegangen, hätte ich gesagt, okay, hier ist jetzt Ende. Ja, als wir gehen mussten, war ich auf der einen Seite froh, dass wir endlich raus waren, weil länger hätte ich das, glaube ich, nicht ausgehalten. Auf der anderen Seite tat es mir leid, dass es dann halt so ein Ende genommen hatte. Mir hat Sarah sehr leid getan. Ich hätte auch das Spiel abgebrochen, wenn es persönlicher geworden wäre. Hätte ich auf das Geld verzichtet. Wenn das wirklich so wäre und Martina seine Freundin wäre, wär's das für mich gewesen. Wir beiden haben, glaube ich, richtig gemerkt, seitdem, was wir füreinander empfinden. Ich freue mich total auf deine Eltern. Ja? Ich freue mich auch, dass du endlich mal kennenlernst. Aber ist dein Kragen vor dem rechten Schatz, okay? Bis du gut aussiehst, wie meine Eltern. Die Jacke ist eh gleich aus im Restaurant. Hochstehen. Der muss hochstehen. Mhm. Oh, das ist nur ein Pickel. Nein, habe ich kann nicht. Ich nein, das Thema hatten wir gestern schon. Aber hast du nicht mit Pickel? Du, sei nicht albern. Sei nicht albern. Darf ich den nicht ausdrücken? Ich habe da keinen und du drückst da auch nicht. Doch, aus. Das ist direkt in der Mauer. Hör auf mit dem Scheiß. Ich zeig dir, wo ich fühle ihn dir an. Jetzt ist gut. Jetzt nicht wieder die Kinderkacke wie gestern.
Aber guck mal, der ist direkt. Es ist mir egal. Der ist direkt in Es ist mir egal. Ehrlich. Gibst du mir die Hand? Nein. Lass mich bitte Auto fahren. Verdammt nochmal. Jetzt lass die Finger bei dir. Es reicht jetzt. La, 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 bitte. Ich freue mich, Sie jetzt auch mal kennenzulernen. Das ist ein alter Schulkollege eigentlich, aus der 10. Hallo. Klasse, und auf einmal war er verschwunden und irgendwie haben wir uns vor einem Monat wieder getroffen. Ich brauche Zeit, um mich umzuorientieren. Und dann haben wir uns wieder getroffen und ich habe mich ein bisschen verändert zwischenzeitlich. Ja. Also wir sind jetzt sozusagen... Willst du es sagen? Oder? Wir haben schon verstanden. Wir haben schon verstanden. Komm, ist gut jetzt. Und nächstes Jahr wollen wir heiraten. Ja. Aber nicht in Berlin. Hm? Aber nicht in Berlin. Wissen wir noch nicht genau. In Berlin kenne ich halt einen ganz netten Pastor von so einer freichristlichen Gemeinde. Also es ist weder evangelisch noch katholisch. Und das ist so ein bisschen so wie die Zeugen Jehovas, aber nicht ganz. Ich finde halt diese freichristliche Gemeinde ganz interessant, weil die nehmen einen so, wie man ist. Gut, ist ein bisschen teurer. Also da zahlt man im Monat irgendwie 150 Euro in die Gemeindekasse. Ja, also die organisieren Partys und der Chef von der Gemeinde, der hat eine Fabrik. Der stellt irgendwie Computerchips her, Elektrochips. Und die Firma läuft wohl nicht so richtig. Und dann hat er eben nebenbei noch die Gemeinde, wo er eben als Priester arbeitet. Also wir nennen ihn einfach immer nur den Priester. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, weil wir ihn immer nur Herr Priester nennen. Also wenn der reinkommt, dann knien wir so, machen so. Und der verdient sich eben eine goldene Nase. Ich finde das clever von dem Priester, ne? Mal eben so hier so eine kleine Gemeinde machen. Chef läuft nicht gut. 150 Euro. Aber habe ich doch erzählt, dass wir da heiraten. Ja, ich sage, ich finde das cool von dem Priester her. Das ist eine tolle Gemeinde, wird dir gefallen. Ja, bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen auf den Priester. Ja. Also an Delhi denken muss ich mich gewöhnen. An welche denken? An Berlin. Nee, an die Sekte. Nee, ist keine Sekte, ist eine freichristliche Gemeinde. Ist echt super, die nehmen ja ganz viel Arbeit ab. Können die auch viel Arbeit abnehmen? Also da bin ich skeptisch. Aber ein Personalfall. Nee, super, kannst du aber der Hochzeit sehen. Also der Priester sagt immer, ich will meine Schäfchen hier bei mir im Trocknen haben. Das sagt der Priester immer. Ja, das ist alles aber so windig, finde ich. Du hast doch auch gedacht, du freust dich drauf, das ist so spannend. Ja, das kommt mir dann so vor, wie Zeit. Okay, aber rasch auf die Toilette. Ja, ich bin weg wieder. Okay. Ich kenne sie. Und wie lange geht das jetzt schon? Wir haben uns erst vor einem Monat kennengelernt, ja. Richtig. Als wir Martina gesehen haben, da habe ich im ersten Moment gedacht, oh, das ist doch ein Kerl. Das war aber gut. Wenn der Christoph das gut findet. Der Moment, an dem ich Martina gegenüber skeptisch wurde, war, wie sie von der Sekte anfing. Also da habe ich gedacht, das kann nicht gut gehen. Und da habe ich gedacht, da muss der Vater mal einen Machtwort reden. Ich weiß nicht, ich verstehe mich selbst nicht, warum ich so reagiert habe, aber ich bin sonst ein sehr scheuer Mensch, aber ich fand die Situation belebt. Das war die Charlotte, wir haben heute auch geöffnet. Ja, ich habe gerade meinen Eltern gesagt, dass wir eine eigene Massagepraxis haben. Achso, ja. Oh, wo dann? In Neukölln. Neukölln ist Berlin, ne? Stadtteil von Berlin, genau. Ja. Echt? Ja, sie ist jetzt erstmal für ein Wochenende hier. Also, ich habe gehört, dass du auch gerne, also auch
eine sehr starke weibliche Seite hast. Wenn dich das dahin zieht, dann musst du das machen wie ich. Nein, nein, aber wenn ich das da wirklich hinzieht, nein, das tut dann musst das du das nicht machen. Eine Operation ist echt nicht teuer. Also kannst du darüber nachdenken. Du kannst dir Implantate machen lassen. Und er mag die gern. Kannst du mal fühlen, die sind ganz. Ja, später. Später? Nicht beim Messen. Also das Einzige, was schwer wird, kann ich dir sagen, ist mit den Beinen. Weil die müsstest du enthaaren. Nee, das tut total, ich mach's total selten. Weil ich habe noch, was ich trage, deshalb immer zwei Strumpfhosen, weil hier, ich habe mich lange nicht mehr rasiert. Und bei mir ist es halt so, dass ich dann immer zwei Strumpfhosen trage. Und wenn man es nicht mehr so sieht, weil die Beine kommen total schnell nah. Und das tut asig weh, wenn du die entwachsen musst. Das wird hart für dich. Und hier auf dem zweiten, wenn die so sind, merkt man es nicht. Erst wenn man jemanden darauf hinweist, dann würde man es erst sehen, dass die Haare durchkommen. Hier habe ich einen stärkeren Haarwuchs, zum Beispiel am Oberschenkel als am Unterschenkel. Ich kann mal eben meine Freundin Schotte fragen, ob die eine gute Praxis kennt. Danke, brauchst du nicht. Doch, weil es gibt ganz tolle Praxen in Hohenschönhausen. Ruf die mal eben an. Ey, da ist sie da. Ob dir der Chefarzt noch arbeitet und mich damals operiert hat, den könnte ich dir weiterempfehlen. Hin und wieder Planspruch, ja. Aber egal. Das ist völlig wichtig. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas mal passieren kann. Schatz. Die Charlotte war das, die gerade in meiner Praxis Dienst hat und ich muss sofort nach Berlin kommen, weil sie krank geworden ist und ich muss sofort in die Praxis jetzt. Was heißt? Ich muss ja jetzt hinfahren. Ja, aber erst essen. Nein, ich muss jetzt los. Sie ist krank und wir haben heute noch 5 Patienten. Kommen alle am späten Abend. Pass auf, das Geld, das du dir ausgeliehen hast in der Gemeinde, das gebe ich dir, wie 10.000 Euro. Und vielleicht kannst du davon die Operation bezahlen für deinen Vater. Hm? Also hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns. Ja, vorsichtig. Komm gut, okay. Komm gut rein. Ich hab mich alles falsch gemacht. Autoschlüssel, ja. Tschüss, Schatz, bis später. Wir sehen uns. Mhm. Dankeschön. Und ich bin weg. Auf diesen Moment hat Christoph die ganze Zeit gewartet. Er hat es endlich geschafft. Martina ist für immer weg und die 10.000 Euro gehören ihm. Das sind 10.000 Euro, die ich gerade, und zwar die Geldübergabe, gewonnen habe. Hier sind überall versteckte Kameras, wo ihr jetzt live dabei seid. 48 Stunden bin ich mit dieser Person unterwegs gewesen in Gummersbach, überall. Und ich habe jetzt 10.000 Euro gewonnen. 10.000 Euro gewonnen. Willst du mich verarschen? Nein. Und das waren harte 48 Stunden. Das Geld habe ich nie verdient. Das ist klar. Meine Eltern haben klasse reagiert auf Martina. Nicht jeder hätte so locker reagiert, glaube ich. Das Beste mit Martina war, wie sie sich auf den Stuhl stellte. Erst den ersten Stiefel runter, den Rock in die Höhe, dann den zweiten Stiefel runter, den Rock in die Höhe. Neben uns saß ein älteres Ehepaar. Der Mann drückte sich bald die Nase platt. Dann habe ich erfahren, dass es ein Spiel war und es fiel ein Stein vom Herzen. Christoph saß in der Ecke und sagte schon immer, Mutter, ruhig, ruhig. Jetzt ist alles gut, es ist alles gut, ruhig. Und ich gucke so rüber, wo die Terrasse ist und sehe dann auf einmal die Kamera. Oh, denke ich, scheiße. Ich bin stolz auf meine Eltern, ja? Und auf meine besten Freunde. Was Besseres als Martina hätte uns erstmal nicht passieren können.